a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. So what have we done? Für Happy Christmas die Eingangssequenz, das Intro, diese leichten Verzierungen, die wir dort gespielt haben. Und zwar auf dem C-Dur-Akkord, dem D-Moll-Akkord und dem G-Akkord. Ich spiele es einmal kurz nochmal vor. C. Also als erstes greifen wir den C-Dur-Akkord ganz normal mit dem Ringfinger auf der A-Seite und dann wechseln wir mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund auf der A-Seite, gehen dann mit dem kleinen Finger auf den fünften Bund der A-Seite und wieder zurück zum C. Die ganze Zeit spielen wir alle Saiten an, also als nächstes den D-Moll-Akkord. Auch hier haben wir den Zeigefinger auf der E-Seite im ersten Bund und den heben wir einfach an. Dann gehen wir in den dritten Bund auf der E-Seite und wieder zurück ins normale D-Moll. Bei der G-Seite arbeiten wir mit dem Mittelfinger. Der liegt ja auf der A-Seite im zweiten Bund. Den heben wir kurz an. Dann nehmen wir auf der A-Seite im dritten Bund mit dem kleinen Finger oder mit dem Ringfinger über die Seite. Also ich zeig's mal. Zurück zum G. Also G nur. Wer es kann, kann natürlich auch den Ringfinger einfach abkippen, um damit beide Seiten, also die E-Seite und die A-Seite, runterzudrücken. Jetzt kippen wir ab und wieder zurück. Das kann man dann einfach mal so für sich versuchen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in einer Aufnahme zeigen. Hier jetzt nochmal die Nahaufnahme in C-Dur. Der Ringfinger im dritten Bund auf der A-Seite. Dann gehen wir auf den zweiten Bund auf der A-Seite hin zum fünften Bund. Und wieder zurück auf den dritten Bund.
D-Moll-Griff, kann man ihn so sehen, ja. D-Moll. Der Finger ist der entscheidende. Also, anheben mit dem kleinen Finger, den dritten Bund auf der E-Seite und wieder zurück zum D-Moll. G-Dur. Hier im G-Dur ist der mittlere Finger der entscheidende. Der liegt im zweiten Bund auf der A-Seite. Den heben wir kurz an. Dann gehen wir mit dem kleinen Finger im dritten Bund auf die A-Seite und wieder zurück zum normalen G. Mit dem gekippten Finger. Die ganze Sequenz nochmal zusammen. Das C-Dur.